Es könnte sein, dass diese Bilder schon das Ende all seiner Kanzlerträume waren. Dem Kanzlerkandidaten der Union wird gleich zu Beginn des Wahlkampfes die wichtigste Eigenschaft eines Kanzlers quasi weggespült: das Vertrauen in seine Führungsfähigkeit. Mangelndes Management, schlechte Kommunikation und noch schlechtere Umfragen. Laschets Kampagne ist im Sturzflug. Den Vergleich mit der Konkurrenz verliert er inzwischen krachend. Dabei ist eine Krise auch immer eine Chance. Für Anpacker, für Macher, für einen Landesvater. Doch Armin Laschet zerstört all das, als er völlig unpassend über Witze lacht, während der Bundespräsident über Tod und Leid redet. Da helfen auch alle Entschuldigungen nichts. Es war blöde und es sollte nicht sein und ich bedauere es. Armin Laschet ist ein getriebener Kandidat, getrieben vor allem von ihm. Markus Söder hat bis heute offenbar nicht verwunden, den Kürzeren gezogen zu haben. Und er piesackt den Chef der großen Schwesterpartei, wo er kann. Im Machtkampf um die Kanzlerkandidatur lernt Söder und mit ihm die ganze Republik, dass auch Laschet eine harte, ja hartnäckige Seite hat. Dass er nicht einfach zurückzieht, auch wenn ihm der Wind direkt ins Gesicht weht. Armin hat in einem der Interviews letztens gesagt, und das fand ich wichtig und auch beeindruckend, es soll dann am Ende derjenige, der Kanzlerkandidat sein, der die besten Wahlchancen für unsere gemeinsame Idee hat. Alles spreche doch für ihn, den Bayern, und gegen den frisch gewählten CDU-Vorsitzenden, denkt Söder und muss einsehen, wie tief er sich getäuscht hat. Seine unverhohlene Aufforderung an Laschet verhallt ungehört, auch weil der das nie vorhat. Dass die CDU, dass Laschet die gefühlte Mehrheit in Partei, Fraktion und unter den Wählern ignoriert, das hat Söder einfach nicht geglaubt. Die Bereitschaft von Zweien liegt auf dem Tisch. Die Aufgabenstellung liegt auch auf dem Tisch. Und jetzt werden wir diese Beratungen morgen zunächst in der CDU und dann in der CSU erleben. Fast 10 Tage lang halten die beiden Spitzenegos ihre Parteien im April in Atem und beschädigen so ganz nebenbei den künftigen Kanzlerkandidaten. Dass Laschet nicht zugunsten Söders verzichtet, für die CDU-Spitze eine Prinzipienfrage und die Erfahrung, dass schon die Kandidaturen von Strauß und Stoiber erfolglos waren. Am Ende muss Söders CSU klein beigeben, allerdings nicht ohne schon am Tag des Verzichts nachzutreten. Ich bedanke mich da ausdrücklich dafür. Bei vielen, vielen Orts- und Kreisverbänden, der CDU besonders. Ich bedanke mich sehr bei Arbeitsgemeinschaften, gerade bei den Jungen, bei den Modernen, bei denen, die auf Zukunft aus waren, für ihre wirklich überragende Unterstützung. Ich bedanke mich vor allem auch bei vielen mutigen Abgeordneten, die entgegen normaler Partei Solidarität sehr offen gesagt haben, was sie schätzen. Ich bedanke mich auch bei nahezu allen Ministerpräsidenten, die gerade in den letzten Tagen auch nochmal Unterstützung gezeigt haben und ganz besonders bei unglaublich vielen Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes, nicht nur aus Bayern. Markus Söder war erkennbar der Kandidat der Herzen. Laschet weiß um die großen Schuhe, die er anstrebt. Für ihn nie ein Lebenstraum, sondern die Einsicht, dass CDU-Vorsitzende auch immer nach dem Chefsessel im Kanzleramt streben müssen. Als ich in die CDU in meiner Jugend eingetreten bin, habe ich das nie mit der Vorstellung gemacht, einmal Bundeskanzler zu werden. Ein Eingeständnis, das tief in Laschets Seele blicken lässt und vielleicht manches klarer macht. Doch den Machtwillen des Aacheners zu unterschätzen, haben schon andere gebüßt. Im einjährigen Kampf um den CDU-Vorsitz setzt sich Laschet gegen Norbert Röttgen und Friedrich Merz durch. Insbesondere Merz war sich zeitweise sicher, der Sieger der Herzen zu sein. Ein fataler Irrtum. Sein Vorwurf gegen die Parteispitze läuft ins Leere, wendet sich sogar gegen ihn. Dass ich nicht der Liebling des Parteiestablishments in Berlin bin, das wissen Sie auch. Laschet hält sich damals zurück, so wie es oft seine Art ist. Abwarten und die eigenen Stärken betonen ist sein Motto. Man muss als erstes gerade in dieser Corona-Pandemie
die Gesellschaft zusammenhalten. Viele sagen, das müsste man machen. Ich sage, das mache ich. Laschet, der damals im Duo mit Jens Spahn antritt, betont in seiner Kandidatur immer seine Regierungserfahrung, seine Rolle als Ministerpräsident des größten Bundeslandes. So will er auch all jenen den Wind aus den Segeln nehmen, die ihn als Zauderer und wankelmütig beschreiben. Ist das korrekt beschrieben? Nein. Sie haben den Willen zur Macht? Ja, aber Sie werden nicht Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, wo 50 Jahre eine andere Partei regiert hat, wenn Sie nicht die Idee haben, was Sie aus dem Land machen wollen und wenn Sie am Ende nicht auch gewinnen wollen. Und so haben wir den Wahlkampf 2017 angelegt und so muss man jeden Wahlkampf anlegen. Laschet gilt als Teamspieler. Nicht er ist der Star, sondern sein Team. Immer wieder betont er die unterschiedlichen Charaktere in seinem Düsseldorfer Kabinett. Und diese Teammitglieder danken es ihm mit großer Loyalität. Ich warne davor, auf Umfragen zu gucken. Also wenn man Politik danach ausrichtet, was gerade Stimmung des Tages ist, da kannst du dich beerdigen lassen. Die Leute spüren das. Die Leute wollen einen echten Politiker. Auf dem Parteitag zahlt sich das aus. Langjährige Kontaktpflege, das Versprechen, den Kompass der Partei nicht zu verschieben, bringt am Ende die Mehrheit. Knapp, aber doch klar, Laschet wird der neue CDU-Vorsitzende. Und der Mann, der sonst eher ein mittelmäßiger Redner ist, greift tief in die rhetorische Trickkiste. Es geht um die für die Demokratie wichtigste Frage. Wem vertrauen? Das entscheiden heute Sie. Es ist Laschets Unbekümmertheit, die die Beobachter immer wieder erstaunt. Jetzt, Wochen vor der Wahl, das Vertrauen, das er beschwört, scheint längst aufgebraucht. Wahlkämpft Armin Laschet sich durch die Republik. Die Partei ist längst hochnervös. Laschet tut so, als ob ihm das alles nichts ausmacht. Es hätte noch immer gut gegangen. Das rheinische Motto leitet ihn, manchmal vielleicht zu oft. 2017 im Kampf mit Hannelore Kraft lag er auch scheinbar verloren zurück, um am Ende zu triumphieren. Ist das jetzt wieder seine Hoffnung? Armin Laschet hat eine gewisse Sorglosigkeit, würde ich sagen, in der Vorbereitung, das, was nach außen hin dann immer so ein bisschen chaotisch anmutet. Insofern kann man durchaus sagen, sein größter Gegner an mancher Stelle ist er selbst. Und so stolpert Laschet und mit ihm die gesamte deutsche Politik in die nächste Krise. Aus Kabul erreichen den Kandidaten dramatische Bilder. Armin Laschet, für den Außenpolitik immer ein Steckenpferd war, eigentlich die Chance, Stärke zu zeigen. Die plötzliche Machtübernahme der Taliban in Afghanistan, die verkorkste Rettungsmission der internationalen Gemeinschaft, zwingt den Kandidaten dazu, Position zu beziehen. Und er versucht, sich abzugrenzen von der eigenen Regierung und von einem Einsatz, den er lange unterstützt hat. Es ist evident, dass dieses Engagement der internationalen Gemeinschaft nicht erfolgreich war. Es ist das größte Debakel, das die NATO seit ihrer Gründung erleidet. Und er, der immer für eine offene Flüchtlingspolitik stand und wohl auch noch steht, bedient mit einem Satz den rechten Rand seiner Partei. Plötzlich wird aus einer diplomatischen, militärischen und vor allem humanitären Katastrophe ein Wahlkampfthema. Wir dürfen die Fehler von 2015 nicht wiederholen. Eine unglückliche Formulierung hier, eine missverständliche Geste da. Armin Laschet kämpft mit und um sein Image. Sein oft abwägender Charakter, der schon immer auf Konsens gepolt ist, hilft ihm gerade nicht. Vielleicht da schon eher, dass auch Aufgeben nicht so seine Sache ist. Armin Laschet würde wahrscheinlich sagen, es hätte noch immer gut gegangen.